Hau, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Pleurant-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 129 Euro hat er gekostet und viele von euch haben sich den tatsächlich auch bei mir gewünscht. Hat mich angeschrieben, Mensch, packst du den noch aus? Ich weiß noch, vor ein paar Jahren hatte ich den mal und da war der richtig schön in so einem Säckchen-Design, ne? So zum Aufhängen und so mega, mega cool. Und jetzt kommen so um die Ecke, haben irgendwie nochmal, was weiß ich, wie viel Euro draufgepackt und haben hier so ein Kläppchen-Adventskalender. Naja, es ist halt edel, edel, sprach der Wedel mit so goldenen Geschichten und so. Ist weihnachtlich. Aber egal, wir starten jetzt einfach mal mit der Nummer 1 und schauen, was dort drin ist. Beauty Flash Bomb Tightening and Radiance Boosting. Spannkraft und Ausstrahlung. Boostender Balsam. Soforteffekt. Eine dünne Schicht auf dem Gesicht verteilen. Nicht einmassieren. Danach sofort das Make-up auftragen. Oder als Maske. Hä? 50 Milliliter sind hier drin. Hört sich total spannend an, oder? Also entweder machst du dir das drauf, darfst es aber nicht einmassieren und lässt es einfach, also und machst dann das Make-up drüber, oder du machst es halt wie eine Maske und lässt es 10 Minuten drauf. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Hört sich sehr interessant an. Etwas kleiner ist das Typchen in dem 2. Dezember. Da haben wir 7 Milliliter von der Total Eye Lift drin. Eine, ein Lift Replenishing Eye Concentrate, also das ist quasi, um die Augenkontur zu glätten, schaut so aus. Und das hatten wir auch schon öfters mal in Boxen und in Adventskalendern drin. Ein sehr spannendes Produkt. Ich weiß nur nicht, mit welchen Wirkstoffen das unterwegs ist, das steht nämlich leider nicht drauf. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir ein Produkt, Lashes Serum SOS. Ein Serum für die Wimpern, 3 Millilitern. 3 Milliliter. Mensch, ich bin ganz verwirrt hier gerade von diesem Produkt. Ich weiß gerade nicht, ob ich das schon mal verwendet habe. Ich hatte nämlich auch mal so ein Wimpern-Drübermach-Ding als... Nee, das ist in Karamell. Hä? Lashes Serum Mascara in Karamell. Das muss ich mir eben angucken. Hä? Nee, das riecht eher alkoholisch. Schaut so aus. Ich glaube, das ist zur Wimpernpflege gedacht. Cool. Hier haben wir die Nummer 4. Ja, ich muss wirklich sagen, von außen sieht der Adventskalender nicht so sexy aus, aber von innen ist er echt gut. Hydrating Gentle Foaming Cleanser mit alpinen Kräutern und Aloe Vera Extrakt für normale bis trockene Haut, 30 Milliliter. Und ich habe auch schon ein paar Produkte von Clarins getestet, weil die immer mal wieder auch irgendwo mit dabei waren, in Adventskalendern zum Beispiel. Ne? Da packe ich ja sehr viele hier aus. Aber ja, bislang alles soweit so gut. Also kann ich wirklich auch empfehlen, sich den mal anzuschauen, ne? Wenn man halt so einfach Bock hat drauf, das zu machen. Ich zeige euch ja auch die Produkte. Wir gucken mal weiter. Ich laber irgendwie. Läuft. Am 5. Dezember haben wir schon wieder so eine große Tube drin. 30 Milliliter Moisture Rich Body Lotion mit Shea Butter für trockene Haut. Ja, okay, das ist jetzt nicht so riesig für eine Body Butter, aber generell, ne? Also, dass wir halt diese großen Größen drin haben, das wünscht man sich natürlich auch für einen Adventskalender, für den man 130 Euro ausgegeben hat, ne? Ja, und den Körper halt entsprechend mit Feuchtigkeit zu versorgen, wow, ist einfach wichtig im Winter. Am Nikolaustag haben wir auch wieder Feuchtigkeit am Start. Hydra Essential HA2, eine Creme Desalternante, ist eine französische Marke, ne? 15 Milliliter. Die soll die Haut entsprechend mit Feuchtigkeit versorgen und es soll eine Silky Cream sein, also eine seidige Creme. Schaut so aus. Ja, unsere erste Gesichtscreme. Am 7. Dezember dürfen unsere Lippen perfektioniert werden. Mit dem Clarins Lip Perfector 5 Milliliter haben wir hier drin enthalten und das dürfte einfach ein Lippenbalsam sein. Handcreme, Lippenpflege, das sind so Produkte, die auch in einen Pflege-Adventskalender reingehören. Und da sind wir auch schon bei der Handcreme. Hand and Nail Treatment Cream Softens Hand, Strengthens Nails 30 Milliliter. Bei der Nummer 8, die machen darf, dass es kracht. In dem Falle pflegt es einfach meine Hände. Finde ich gut. Ne? Wir hatten ja eben schon einen Cleanser hier mit dabei, ein Foaming Cleanser, der ja quasi der zweite Schritt beim Double Cleansing ist oder auch das Produkt, was man morgens so verwendet. Für abends würde ich dann dieses Produkt empfehlen, denn in der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Micellenwasser freuen mit alpinischen goldenen Gentien. Was? Das weiß ich gerade nicht, was das heißt. Und Limonenbalsamextrakt. 50 Milliliter. Damit kann man schon mal das Make-up aufbrechen und den Abschminkprozess starten.
In der Nummer 10 darf es zu dem Pendant zu der Hydra Essential Tagescreme offensichtlich weitergehen. Und zwar haben wir hier die Nachtcreme Soin de Nuit Repulpant Anti-Soif. Hydra Essential HA2, 15 ml haben wir hier drin. Finde ich gut. Hast du eine Tagescreme, hast du eine Nachtcreme, hast du eine Augencreme. Mal gucken, ob es hier auch noch ein Serum geben wird. Ne? Das wäre ja schön. Am 11. Dezember haben wir einfach mal zwei Produkte drin. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das ein bisschen kleiner ist. Wobei, das hier ist wirklich süß. Revitalizing Milk Shower von Clarins Aroma Eau Extraordinaire. Also ein extraordinäres Wasser ist hier drin mit 8 ml. Also da kann ich, also wenn dann ein Duschvorgang, okay. Das ist echt winzig. Und dann habe ich ja noch das Eau Extraordinaire Treatment Fragrance 5 ml. Hä? Was macht das? Muss ich das in mein Badewasser reinmachen oder habe ich das irgendwie als Raumduft dann? Man soll seine eigene Stärke und Vitalität damit erwecken. Okay. In der Nummer 12 haben wir was drin, was ich eigentlich in der 6 oder in der 24 erwartet hätte. Eine Full Size von der Mascara. Die habe ich selber tatsächlich auch schon da, deswegen habe ich meine jetzt mal rausgenommen. Die ist auch gut. Das ist die Wonder Perfect 4D Mascara, die so ausschaut, also einfach ein Faserbürstchen hat. Macht aber auch wirklich einen schönen Wimpernaufschlag. Aufregend. In der 12. Voll gut. Die habe ich, glaube ich, schon mal aufgebraucht. In der Nummer 13 haben wir die Body Shaping Cream. Ja, das ist einfach zum Redefinieren. Masswelt Advanced mit 30 ml. Also eine Körpercreme. Auch das kann man gut gebrauchen. Wir hatten ja eben schon eine drin. Aber das hier ist dann halt so wirklich eine, Shaping Cream in Anführungsstrichen, die soll halt einfach ein bisschen mehr pflegen. Also diese Aromasache scheint irgendwie neu zu sein. Am 14. Dezember habe ich dieses Clarins Aroma mit drin. Relaxing Bath and Shower Concentrate mit essentiellen Ölen, 30 ml. Ne? Also, ui, das riecht stark, aber es riecht irgendwie gut. Der 15. Dezember enthält einen Toner. Hydrating Toning Lotion mit Aloe Vera und Saffron Flower Extracts for Normal to Dry Skin. 50 ml. Ja, wir haben hier Skincare-Routine drin. Das finde ich super. Mir fehlt jetzt wirklich nur noch ein Serum und dann bin ich glücklich. Also dann würde ich echt sagen, Mensch, was ein geiler Kalender, ne? Ja. Also wir haben wirklich so ein bisschen dekorative Kosmetik hier auch mit dabei, denn hier ist in der Nummer 16 jetzt ein richtiger Primer drin, der SOS Primer, der Radiance, also Strahlkraft machen soll, mit 10 ml. Hier steht White hinten drauf. Ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche Farben gibt. Ich meine auch, dass ich den schon mal hatte und sogar leer gemacht habe. Am 17. Dezember haben wir etwas drin, was ich auch, glaube ich, schon mal aufgebraucht habe, aber nicht so gut fand, weil das nicht schrubbelig genug war. Das ist ein Exfoliating Body Scrub for Smooth Skin. Du hast hier nämlich dieses Bambu-Powder drin, also Bambus-Puder. Das kann man mögen. Ich bin halt eher so der Salz- oder Zuckeröl-Peeling-Fan. Und das soll auch erneuern. Und da hast du 30 ml drin enthalten. Ist eine schöne Größe, ne? Ja. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember erwartet uns ein Öl. Und zwar ist es ein Cleansing Oil, wahrscheinlich fürs Gesicht. Ja, Waterproof Make-up, 50 ml. Auch das kannst du als ersten Schritt vom Double Cleansing verwenden. Ich würde das hier eher verwenden als das Micellenwasser, einfach aus Präferenzgründen. Ich mag nicht gern Micellenwasser zum Abschminken, aber solche Öle oder Balsame sind halt voll meins als erster Schritt. Die Nummer 19 habe ich schon mal verwendet, also jetzt nicht das hier, sondern in einem anderen Produktleben, genau. SOS Hydra, das ist die Refreshing Hydration Mask und da sind 15 ml drin, also die Tube ist auch wirklich nur bis hierhin so ungefähr gefüllt. Ne? Macht euch da keine Illusionen, aber es steht ja 15 ml drauf. War eine schöne feuchtigkeitsspendende Maske, schön, dass ich sie jetzt wieder habe. Am 20. Dezember habe ich ein Instant Smooth Perfecting Touch Produkt mit 4 ml drin. Apply before Make-up to Wrinkles, Fine Lines and Dilated Pores. Okay. Also bevor man Make-up aufträgt, ist es halt nochmal wie so eine Art Primer. Ich weiß es nicht, Leute. Das ist ja verrückt. So ein kleines Pöttchen. Mit einem sehr, ich glaube, das ist wie so ein Pore-Minimizer-Primer, ne? Krass. Ja, und die Nummer 21 habe ich auch schon mal verwendet, glaube ich, ne? Das Bust Beauty Extra Lift Gel Shapes and Titans, 15 ml. Ein
Wüstenpflegegel mit Lifting-Effekt. Steht hier hinten auch drauf. Also für die Hobbys. Ja, werde ich mal wieder verwenden. Warum eigentlich nicht? Ich finde es auch witzig, wenn die sowas in den Adventskalender reinpacken und jetzt nicht irgendwie einfach nur 5 Bodylotions, sondern halt auch ein bisschen was für dies, das, Ananas, für verschiedene Körperregionen und etwas, was so Anti-Aging an dem Bein oder wo auch immer machen soll, ne? Und einfach was Standardmäßiges. Das ist schon schön gemixt hier. Am 22. Dezember habe ich etwas drin, was ich nicht verwenden werde, weil das ist ein mechanisches Peeling, mag ich persönlich nicht so gerne. Ich bin halt eher so beim chemischen Peeling, da oben ist mein Peeling-Video verlinkt, ne? Refreshing Cream Scrub mit natürlichen Körnchen ist es halt, ne? 15 Milliliter. Und sowas ist halt für sensible Haut eigentlich gar nicht geeignet, weil du damit halt Mikroverletzungen auf der Haut machst und nee. Also da bin ich eher bei chemischen Peelings oder Enzympeelings, aber ja, das ist auch fürs Gesicht gedacht. Augenpartie aussparen steht hier auch drauf, mit Wasser abspülen. Ist nicht meine Welt, aber gut, es ist ja halt mit drin, ne? Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier ein Tonic Hydrating Oil Balm mit essentiellen Ölen. Auch wieder aus dieser Clarins Aroma-Reihe mit 30 Millilitern. So schaut das aus und das scheint mir für den Körper zu sein. Eine Ölpflege für den Körper. Feuchtigkeit spendender Ölpflegebalsam für den Körper. Ja, wird dann wahrscheinlich auch recht reichhaltig sein. Finde ich gut. Oh, wie geil ist das denn? Am 24. Dezember habe ich hier so ein Lippenöl drin. Ich liebe Lippenöle. Das ist das perfekte Zwischending zwischen Lippenpflege und Lipgloss, ne? Und ich meine, dass ich den von Clarins auch schon mal hatte. Lip Comfort Oil in der Farbe 4 Pitaya, 7 Milliliter. Und das hat auch diesen dicken Applikator, das sieht wunderschön aus. Und ist halt auch echt ein pflegendes, schönes pflegendes Produkt, ne? Super nice, finde ich geil. Schade Schokolade, wir haben hier halt innen drin diese Plastikverpackung. Das ist halt nicht so geil, ne? Das hätten die, upsala, anders machen können. Aber ich finde den Inhalt von diesem Adventskalender auch in Anbetracht der 129 Euro vollkommen in Ordnung. Also der ist wirklich gut. Den kann man sich anschauen, wenn man auch so eine Maus ist, die sagt, ich mag gern Pflege, aber ich habe auch einen Bock auf ein bisschen dekorative Kosmetik. Da ist man hier sehr gut aufgehoben. Ich persönlich hätte mir hier echt noch ein Serum gewünscht. Oder irgendwas, was in die Serumrichtung reingeht, sei es eine Maske, sei es eine Ampulle oder sowas, ne? Weil das haben wir so gar nicht. Und ansonsten haben wir hier aber wirklich einen tollen Basic-Adventskalender, wo sich auch sehr wahrscheinlich viele Neulinge drüber freuen. Weil du hast ja auch Produkte drin, wo du jetzt nicht so der Ultra-Skincare-Experte für sein musst. Gut, bei manchen Produkten muss man wahrscheinlich nochmal nachlesen, was es jetzt genau ist. Wie zum Beispiel bei diesem komischen Pore-Refining-Balm-Gedönsen, ne? Ansonsten sind die Sachen wirklich sehr selbsterklärend und auch einfach cool, finde ich. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also mir hat der Adventskalender wirklich, wirklich gut gefallen. Und dann wäre es hier auch schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.